Jo, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück bei den Mamelucken hier bei Europa Universalis 4 in den Kriegen gegen Byzanz und Portugal und Kastilien und Utrecht und Lothringen und in Hennegau und ich weiß gar nicht, wen ich alles vergessen habe. Völlig egal, oh, ich sehe gerade, wir haben ja noch ein Spionagenetzwerk erfolgreich am Laufen. Da würde ich sagen, gleich mal hier ein paar hübsche Ansprüche fingieren und zwar auf Charrasor. Geht gar nicht. Okay, dann auf Urmia. Urmia klingt gut, klingt sympathisch, machen wir. Na, nix Thronbesteiger hier, weg, raus, genau. In Fort, und was haben wir, Äthiopien haben wir auch noch, Moment, Äthiopien. Anspruch fingieren. So, zack, wollen wir alles haben. Die gierigen Mamelucken da. Ganz ein böses Volk, sage ich euch. Die Mamelucker, die sind so schlecht, so schräg drauf, die sind so gierig. Die wollen die ganze Welt an sich reißen. Wird es ihnen gelingen, ist die Frage. Vielleicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Eher nicht. Das ist auch gar nicht unser Ziel, die ganze Welt an uns zu reißen. So, und hier verabschiedet sich Byzanz. Servus. Knack hat's gemacht, genau. Knack hat's gemacht und Byzanz wart weg. Hä? Puff, jetzt verabschieden sie sich gleich komplett. Genau, Steak Vibe, servus, so. Belagern. Und belagern. Der Rest war auch noch belagert, wir belagern ja alles. Oh. Frankreich fängt ja an, sich in Scharmützel zu verstricken und gegen Kastilien zu verlieren. Ich glaube, ich spinne. Was geht denn da ab? Oh, die haben aber auch ganz schön ausgehoben, ne? Die Kollegen. Der Hennegau ist nur mittelmotiviert. Können wir das ausnutzen? Nein. Schade. Hätte ja sein können, ne? Die Motivationsbomben aus dem Hennegau. So, was da drüber wird besetzt, oder echt? Was wird denn da besetzt? Ach Gott, okay. Ah ja, yeah, Kolonialkriege, ja, stimmt ja, die kloppen sich hier ja auch gegenseitig, die ganzen Kolonialmächte, oh je. Also Kolonialnationen. Hier Frankreich, Kolumbien, besetzt von Kastilisch-Brasilien und Portugiesisch-Kolumbien. Da, also da einen Überblick zu behalten, hier unter ist Aragon. Klar, hier ist Aragon mit 10.000 Mann, was macht ihr hier unten? Ne, euch brauchen wir in Europa oder wollt ihr hier Peru vielleicht belagern? Sehr lustig, aber das blickt ja kein Mensch mehr. Das ist, die Welt ist zu groß für die Mamelucken. Ich sehe schon, die Welt ist zu groß. Das versteht der Haubi nicht mehr. Da ist der Haubi zu dumm, um das alles zu verstehen. So, auch belagern und jetzt hier rüberwärts. Ne, falls die lustigen Nationalisten jemals zurückkommen sollten, aber ich glaube inzwischen wurden die vom Russen weggeraucht. Die Herrschaften. So, Beziehung verbessern. Schadet nicht. Schadet alles nicht. So, hier, was? Hier kommt Gekloppe. Wer greift hier an? Wer will uns hier angreifen? Wer ist so kühn? Aber nicht die hier, oder? Doch, tatsächlich. Wow. Die sind echt mutig, die Jungs. So, dann wollen wir gleich mal unsere Handelsschiffe mit dazu schicken. Konstantinopel ist befreit, tada! Und bleibt ihr hier stehen, stopp, und ihr bleibt da stehen, genau. Nationalisten in Zeta! Oh, hier sind Berge, das ist unschön. Das ist unschön, da brauchen wir dich hier. Ne, dich brauchen wir nicht, wir brauchen dich hier, genau. Du latsch bitte darüber. Oder wenn wir den Malus kriegen, den Gebirgsmalus, sehr unschön das ist. Hier haben wir böse Bauern. Das ist auch unschön. Wir haben zwei Galeeren verloren. Aber wir haben den Kampf gewonnen, oder? Ja, wir haben den Kampf gewonnen. Okay. Naja, und da haben wir jetzt unsere Einheiten verloren. Bitter, aber nicht zu ändern. Ja klar, jetzt haben die natürlich hier wieder die Provinz besetzt. Super. Diese Schwachmaden, ey.
Hedgehog ist verwestlicht. Okay, Hedgehog ist jetzt verwestlicht. Das ist toll für Hedgehog, das freut uns. Die Bauern sind platt. Oh, unsere Truppen hier fast auch, ne? Die armenischen Rebellen sind langsam am Kommen. Okay, die Bauern sind am Ende. Na, haben wir die Belagerung hier? Jawohl, Belagerung ist durch. Okay, abspalten. Die ganzen Kanonen kommen bitte hier mit rüber. Ne, dass wir einen besseren Belagerungsbonus kriegen. Ihr latscht bitte darüber. Doch, ich schau gar nicht mehr, was hier passiert. Ne? Das waren alles unsere Buddies. Ein Riesengekluppe. Ein Riesengekluppe. Das ist so geil. Wir haben hier einen Krieg losgetreten und machen eigentlich voll wenig. Das ist ja übelst. Übelste Kriegstreiber hier. So, Byzanz. Loten wir mal aus. Würdet ihr euch vasalisieren lassen? Nein. Okay. Kostet 95% Kriegsstand, Alter. Ist ja heftig. Also, 95% brauchen wir. Dann müssen wir den Rest hier auch noch erfolgreich belagern, dass sich das ausgeht. Oh, ich sollte vielleicht meine Schiffe mal reparieren lassen, ne? So, in der Zwischenzeit. Die haben jetzt ziemlich viel gefightet. Und die Truppen sollen sich mal ein bisschen regenerieren. Ja, also, die Nationalisten des Osman haben sich hier verabschiedet. Das können wir festhalten an dieser Stelle. Das können wir ganz gechillt festhalten. So, Frankreich Maximum, Aragon Maximum. Wenn jetzt hier endlich mal jemand aus dem Krieg rausfliegen würde, dann wäre das gar nicht so schlecht. Frankreich, wie schaut's aus? Kriegt ihr die jetzt bald raus? Oh, Alter, das glaube ich nicht. Nassau ist der Handelsliga beigetreten, super. Die Handelsliga wird immer stärker. Da verabschiedet sich Kastilien. Und wir können hier unten ganz locker und gechillt hier Provinz belagern. Das ist ja echt mal schnuffig. So, was mit euch? Oh, die sind schon wieder fast aufgefüllt komplett. Geh weg. Oh, Hennigau, Moment. Was wollt ihr? Hennigau zahlt Unterhalt und ein kleines Geld. Ja, okay, Hennigau. Alles klar. Ne, ich habe keinen Stress mit euch. Ist alles gut, wenn ihr mir Geld zahlt. Ich finde es gut, wenn ich ihr Geld kriege. Habe ich nie ein Problem mit. Ich bekomme gern Geld. So, jetzt die Schiffe sind fast 100% repariert. Dann blockieren wir mal kurz. Ja, dann ist nämlich diese minus 2 endlich weg. Da war's geschehen, 49% Mauerbruch. Also das sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn sich das jetzt nicht ausgeht. Naja, und hier, oh, die teilen böse aus, die Burschen. Die teilen richtig böse aus. Ich habe jetzt hier Diplomaten und weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist auch komisch, ne? Doch, ich weiß, was ich machen soll. Mein Gott, Spionagenetzwerk aufbauen, ist ja logisch. Gegen unseren alten Buddy, den Osman. Na, nicht, dass der sich vernachlässigt fühlt oder so, das wäre ja echt schade. Natürlich, wieder erfolgreich belagert, sehr gut. Hallo Aragorn, würdest du mal hier die Belagerung von Sevilla bitte aufheben? Hm, wenn du schon mal da unten bist? Zunehmende Beliebtheit von Tabak. Oh, ganz schlecht. Ganz schlecht. Das sehen wir nicht gern. Sevilla ist befreit, jawohl. Na super, jetzt Byzanz gehört uns. Jetzt, Freunde, ja, jetzt würden sie sich vasalisieren lassen. Und Geld zahlen tun wir auch noch, oder? Jawohl. Byzanz wird zum Vasallen. Ja dann, wohl an. Bam. Yes, baby. Die sind jetzt natürlich angepisst. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel AE das jetzt war. Boah, Alter. Oh Gott. Oh. Oh. Oh.
Das schmerzt. Oh. Oh, 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 oh. Das klingelt. Das klingelt im Kasten, Leute. Alter Falter da. Ist ja eine hässliche Szene. Ganz hässliche Szene. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Na gut. Okay. Wir ziehen die Truppen ab. Wir ziehen die Truppen ab. So, wir schicken einen zum Schleimen nach Byzanz. Heißt, jetzt muss ich echt mal eine ganze Zeit lang die Backen stillhalten. Ansonsten brennt hier der Kittel, Leute. Ansonsten brennt hier der Kittel und zwar richtig. Hedgers hat sich der Koalition angeschlossen. Venedig hat sich der Koalition angeschlossen. Die erste Koalition. Russland ist dabei. Johanniterorden ist dabei. Oh oh. Ne, wer sich an unser Bayern-LP erinnert, der weiß, wie viel Spaß wir mit den Koalitionen hatten. Die Kirchenstadt ist dabei. Das kann lustig werden. So, Byzanz, ihr kriegt erst einmal Provinzen. Achso, wir sind im Krieg, da können wir nichts abtreten. Ah, verdammt, hätte ich daran denken können. Das war dumm. Das war dumm. Na gut, ich kann nur noch mal betonen, ich bin immer noch kein EO4-Profi. Na, ich habe ein bisschen was dazugelernt, aber ich bin immer noch kein EU4-Profi. Das sollte man an dieser Stelle immer mal wieder berücksichtigen. Hamburg ist Kurfürst. Schau an. Interessant. Na gut. Ist die Pfalz raus, oder? Gibt es die Pfalz nicht mehr? Tatsächlich. Die Pfalz ist raus. Hoho. Unglaublich. Die Pfalz ist von Elsass aufgefressen worden. Respekt. Aller Respekt. So, da oben geht es jetzt Utrecht an den Kragen. Jawohl, wir haben endlich da unten mal diese blöde Provinz erobert. Die Sackelzement. Das ist auch Zeit geworden da. Ihr Luschen. Ihr Elendigen. Hannover schloss ein Bündnis mit Utrecht. Ja, mei. Mir doch egal. Das ist mir doch sowas von Wumpe. So, Makka können wir nicht länger beanspruchen. Ja, gegen Hedgers, das ist klar. Schau mal hier, Koalition. Oh, oh, oh. Böse. Wie viel haben wir denn aktuell gegen uns? Ja, Russland ist natürlich der fieseste Brocken, ne? Wenn wir uns Russland mal kurz anschauen. Ja, die haben 150.000 Mann stehen. Und 140.000 Reserve. Das ist übel. Ihr habt ja auch geschrieben, Russland überrollt am Ende alles, wenn das so weitergeht. Das könnte durchaus passieren. Das möchte ich mal nicht ausschließen, ja, dass das passiert. So. Das hätten wir, jawohl. Ja, wir müssen halt jetzt wirklich danach lange Zeit, nach diesem Krieg lange Zeit, die Füße stillhalten. Und aggressive Expansion abbauen, ne? Da müssen wir wirklich langsam tun. So, was? Utrecht ist besetzt? Habe ich das richtig gesehen? Ne, Utrecht hat was befreit, okay. Sowas. Was die sich erlauben? So, mir wird jetzt gerade ein bisschen Angst, wenn Frankreich so weit weg ist. Finde ich nicht gut. So was. Das kann nicht gut sein. So, schauen wir mal. Portugal ist schon wieder am Ende. Lothringen hat keine Lust mehr. Die würden rausgehen.
Würdet ihr Kriegsreparationen? Nö, würden sie nicht. Würdet ihr Geld zahlen? Nö, würden sie nicht. Ja, okay, weißt du was? Lothringen, dann darfst du so raus. Okay, machen wir einen weißen Frieden. Lothringen ist raus. Gut für uns. Schauen wir mal Utrecht an. Wollt ihr vielleicht raus? Die würden sogar Geld zahlen. Ja, mei, das... Habe ich nichts dagegen. Zahlen sie unser kleines Geld. Danke. Dann ist Utrecht auch draußen. Ja, das sind dann weniger Gegner. Dann kann sich Frankreich wieder ein bisschen mehr auf hier unten konzentrieren, wenn hier oben dieser Nebenkriegsschauplatz endlich aus ist. Ne? Passt, dann kommen hier die 60.000 Mann wieder hier runter, wo sie wichtig sind. Oh, da wird Aragorn auf die Mütze kriegen. Oh, oh, oh. Und das auf dem Grünland. Ja, da helfe ich jetzt nicht. Da helfe ich nicht. Da werde ich aufgefressen, wenn ich da helfe. Jetzt Dummlauf kassiert die Stack-Vibe. Nee, doch nicht. Okay. So, wir haben Sevilla. Dann würde ich sagen, wir verbröseln uns mal wieder. Na, bevor die unseren Kahn pissen. Pietät, nein, wir wollen keine Pietät. Wir scheißen auf Pietät. Brauchen wir nicht. So, da kommen die fast 40.000 Mann. Genau. Oh, oh, die kommen zu uns. Das ist aber sehr unschön. Man lad schon mal da runter. Ja, wir bringen unseren Hintern in Sicherheit. Das ist mir viel wichtiger. Ah, jetzt drehen sie um. Okay, stopp. Stehen bleiben. In Dukala. Naja, okay, die drehen wieder um. Ja, jetzt haben sie gemerkt, dass hier Musik im Anmarsch ist, ne? Musik liegt in der Luft oder so ähnlich. So, Byzanz, kann ich euch jetzt irgendwie hier was Gutes tun? Euch bebauchpinseln? Die Jungs sind natürlich stinksauer. Die haben ja ein Freiheitsbestreben von 69%, ne? Also heißt, hier müssen wir erst einmal die Beziehungen verbessern und dann müssen wir ihnen die zwei Provinzen wieder zusprechen und dann sind sie vielleicht so ein bisschen... wieder gnädig gestimmt. Und hier wird jetzt gleich die nächste Rebellion losgehen. Ich sehe schon kommen. Deswegen, wenn wir mal hier 27.000 Mann zusammen fördern. Bauern sind aufgebracht. Super. Gott sei Dank. Wo sind sie aufgebracht? Hier unten. Oh Gott. Ah, noch am Arsch der Welt, weißt? Da will ich jetzt nicht runterlatschen. Weißt du, wie lange ich da unterwegs bin? Oh Gott. Ernsthaft? Da bin ich ja ewig unterwegs. Meine Herren. Wie soll das denn gehen? Ja, wenn das Reich so groß ist, muss das nicht immer zwingend gut sein, ne? Sowas. Das muss nicht immer gut sein. Ja, komm, wir nehmen den hier und latschen einfach mal hier rüberwärts. Weil da werden die Rebellen kommen. Also, gibt Stoff, Freunde. Minus 9 diplomatische Macht. Ja, ja. Genau, klar, die Vasallisierung von Byzanz hat jetzt natürlich voll geklingelt, ne? Das hat jetzt mal voll reingehauen. So, wir latschen hier rüber. Versuchen, Granada zu befreien. Oder was heißt befreien? Zumindest die Einnahme zu verhindern. Oh, Frankreich. Schau mal hier, Frankreich. Ich glaube, da müssen wir helfen, ne? Da kommen wir noch mit rein. Jawohl, wir sind noch mit drin. Wir stauben noch ab. Haha. Sehr gut. Und hier unten, die Jungs klatschen wir auch noch schnell weg. Jawohl, die 1000 Mann sind auch weggeraucht. Dann holen wir uns Cordoba. Da haben wir, glaube ich, auch einen Anspruch fingiert, ne? Ja. Ja, so langsam lichten sich die Reihen. So ganz langsam. So, hier ist vor Aragorn belagert. Frechheit, warum denn? Ihr Egoisten! Ihr schrecklichen, dreckigen Egoisten, ihr! Hätte ich ja nie gedacht. So, wo sind die dummen Bauern? Was, echt?
Okay, die Festung haben sie nicht belagert. Ich habe schon Sorge gehabt, dass die Festung so schnell durchknacken, aber nee, haben sie nicht gemacht. Gut. Ja, super. Ich hoffe, die Deppen kommen hier jetzt dann bald raus, ne? Dass wir hier dann mal ein bisschen Gemetzel haben. Das ist echt ärgerlich. Moment, meine Konstantinopel-Freunde, die brauchen ja momentan niemand. Die braucht momentan niemand in Konstantinopel, ne? Da war ja erst ein Aufstand. Also sollte hier noch Ruhe sein. Genau, kürzlicher Aufstand. Sehr gut. Wir bauen die Burg erst einmal aus in Konstantinopel. Sollten wir auch machen. Wir haben jetzt neue Tech, ne? Neue Militärtech heißt, neue Burgen bauen. Ganz wichtig das ist. So, dann wollen wir mal kurz Lissabon belagern. Mit unserem Dreier-Belagerungsgeneral. Das schadet sicher nicht. Wenn wir die Hauptstadt der Portugiesen hier belagern. Was, das reicht nicht, echt? Wir brauchen 15.000 Mann, oh, Alter, okay. Ja, dann brauche ich nochmal einen Söldner hier. Oder zwei zur Not. Na? Ja, ist es, bitte. Es wird ja immer unverschämter, was man hier alles braucht zum Scheiß belagern, ey. Flottenwettrüsten gegen Russland. 31, ja, das schaffen wir. Ich habe jetzt gebaut wie ein Depp, ne? Oder beauftragt, besser gesagt. Na, schau mal hier, hier wird überall der ganze Scheiß gebaut. Also diese Mission sollten wir ganz locker gewinnen. Oder was heißt gewinnen? Wir gewinnen ja nicht die Mission, sondern wenn, dann erledigen wir die Mission. So ist es, glaube ich, richtiger. Boah, Alter! Ist das euer Ernst? Okay, ich muss hier weg. Oh, scheiße, die erwischen uns. Scheiße, die erwischen uns! Wo kommen hier die 50.000 Mann her? Ich verstehe es gar nicht. Was zur Hölle? Wo kommen... Boah, da ist ja voll auf die Mütze gekriegt. Wo kamen die denn her? Jawohl, endlich sind die dreckigen Rebellen da. So, jetzt kriegen die auch aufs Fressbrett. Was geht denn da ab? Ja, haben wir da eine auf die Mütze gekriegt, Alter, echt. Wo kommen bitte die 50.000 Mann her? Das ist ja voll bitter. Franzose, du wirst hier oben gebraucht. Mein Gott, die gehen hier spazieren, haben 60.000 Mann und laufen spazieren, die Deppen. Was macht ihr? Was zur Hölle macht ihr? Ist nicht euer Ernst, oder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist das vielleicht ganz gut, dass wir mit Kastilien und Portugal im Krieg sind, weil dann können die der Koalition nicht beitreten, ne? Ah, dass Russland mit 62 uns beigetreten ist, das verstehe ich ja gar nicht. Das ist ein bisschen aggressive Expansion bei unseren kleinen, bescheidenen Forderungen. Das ist ja fast schon ein Frevel, gell? Das ist ein Unding, was wir hier erleben. Ein absolutes Unding. Das geht gar nicht. So. Du malmst da unten diese dummen Bauern mal weg. Aus die Maus. Jawohl, Flottenwettrüsten erfolgreich absolviert. So, da spazieren hier 55.000 Kollegen durch die Gegend. Darf alles nicht wahr sein, ey. Darf alles nicht wahr sein. Unglaublich. Unglaublich, da geht's ja mal richtig ab. 90.000 Mann sind hier und die sind zu blöd. Entschuldigung, aber wirklich, die sind zu blöd. Hier irgendwas zu reisen. Ja genau, greift hier an. Jawohl, jetzt kommt es zur Schlacht, Mensch. Jetzt sterben Leute. Jetzt sterben Spanier und Portugiesen. So, die Bauern sind kaputt. Die Bauern sind kaputt. So, dann brauche ich jetzt auch den Anführer nicht mehr. Raus mit ihm. Habe ich noch Rebellen? Ragusa, oh Gott.
Dann muss ich hier. Ja, das mache ich nachher. Mache ich nachher. So, sollst du mal hier oben jetzt kloppen. Beweg deinen Arsch, lauf schneller. Ich will damit rein in die Schlacht. Okay, ich komme zu spät. Na gut. Dann belagerst halt Toledo, ist ja wurscht. Na? Genau, wir belagern die Hauptstadt von Kastilien. Sehr schön. Da kriegen sie auf die Mütze. Sehr gut, Freunde. Das habt ihr schön gemacht. Großer Sport. Unser General ist tot. Noch servus. Was macht denn ihr da eigentlich? Achso, ihr düst da runter. Okay. Unser General ist tot. Jetzt haben wir nur noch den einen. Das ist unser Anführer. Unser Herrscher. Unser fruchtbarer Burdi. Unser furchtbarer Burdi. Nein, okay, keine Wortspiele. Keine Wortspiele, sorry. Ich sag nix. Alles gut. Mensch, die Folge ist schon wieder zu lang. Warum hat niemand was gesagt? Warum? Warum erinnert mich niemand an sowas? Eieiei. Das gibt einen kleinen Abzug, Freunde, in der B-Note. Also, an dieser Stelle endet die heutige Folge. Der Krieg scheint sich echt hinzuziehen. Eine ganz zähe Geschichte. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Momentan sieht es ja recht gut aus. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.